Hallo und herzlich willkommen zu The Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, Episode Nummer 48. Mir steht der Sinn nach Blue Baby. Auf geht's. Reset. XL Floor, keine Chance. Besser. Blue Baby startet mit The Poop. Außerdem höheren Damage. Und 0 roten Herzen. Als Blue Baby können wir nur Spirit Herzen einsammeln. Auch HP Upgrades werden zu Spirit Herzen. Und unser erstes Item ist Monstrous Tooth. Könnte besser sein, aber wir haben nicht viel Wahl. Also, auf geht's. Wenn wir Monstrous Tooth benutzen, rufen wir einen Monstro herbei, der unsere Gegner zerstampft. So. Blastosaurus gekillt. Da ist auch schon unser Boss. So, fehlt noch die letzte Spinne. Gut. Ace of Spades ist unser Trinket. Ich habe keine Ahnung, was es macht. Und das waren dann jetzt alle Räume. Schauen wir mal, wer unser Boss ist. Famine. Dann direkt mal Monstro gerufen. Hat direkt über die Hälfte von Monstros, ja klar, hat schon über die Hälfte von Famines HP weggerobbt. Snipe. Und gleich haben wir dann auch Famine hinter uns. Wie immer, frische Binding of Isaac Sitzung, keine Initialchance auf Deals. Verdammt nochmal. Oh, geht doch. Und die letzte Fliege. Und wir bekommen unseren Cube of Meat. Schauen wir mal. Basement 2. Was erwartet uns hier? 4 Walker. 2 davon sind Champions. Gut, das wäre dann soweit alles. Was kriegen wir von dem Champion? Ein Penny. Na toll. Hier ist unser Item Room. Wir haben nur leider immer noch keine Schlüssel. Das heißt, wir befinden uns in einer recht prekären Lage. Weil das bedeuten könnte... Nein, ich will nicht am Umbilical Cord, bitte, danke. Weil das für uns bedeutet, dass es sein könnte, dass wir mal wieder einen Item Room überspringen müssen. Weil wir nicht das entsprechende... die entsprechenden Ressourcen haben, um ihn zu öffnen. Verdammte Klotties. So. So. Keine Schlüssel und nichts. Das ist etwas ätzend. Und wir haben auch nur noch ein halbes Herz, weil ich heute irgendwie furchtbar bin mit The Binding of Isaac. Wie immer. Wieder nur ein Penny. Wir haben unseren ersten Miniboss gefunden für heute. Ich steckte fest leider. Na komm, Ruff. Gleich haben wir es hinter uns. Das wär's mit Raph. Wir bekommen noch 2 Bomben. Allerdings immer noch keine Schlüssel. So. Kümmern wir uns noch um die Fliegen hier oben. Tarotkarte ist Death. Schädigt alle Gegner im Raum. Also ich bin wirklich ein wenig nervös, was unsere Item Room Schlüsselsituation angeht. Zwei Gishs. Na komm. Ey, ein Schlüssel.
Dann auf in den Item Room. Hervorragend. Zumindest etwas. Und es ist unter Garantie wieder irgendein beschissenes Item. Wetten. Schauen wir mal. Item Room, oh Item Room. Als hätte ich's geahnt. Telepathy for Dummies. Sorgt dafür, dass wir für einen Raum Homing Tears haben. Und das ist für uns jetzt nicht so praktisch. Checken wir mal nach dem Secret Room. Ne, da nicht. Dann weiß ich jetzt nicht direkt, wo er ist. Er könnte noch unten drunter sein, aber da bin ich mir jetzt auch nicht so ganz sicher. Und wir kämpfen gegen Larry Jr. Ja. Wir leben noch, wir bekommen Jesus Juice. Ist ein Range und ein Damage Up. Und unser Deal. Wir können ja versuchen, vielleicht klappt's ja. Ne, leider nicht. Schade. Es gibt Instanzen, wo man ein Deal-Item stehlen kann, aber das hier war scheinbar keine davon. Und Fail. Gut. Gefällt mir ganz recht. Kommt mir ganz recht. Reset. Erstmal ein Häufchen gesetzt aus Prinzip. So. Und so. Immerhin, jetzt können wir schon direkt Angel Room Items bekommen. Also, wer wird sich dann beschweren? Noch eine goldene Truhe. Na, los, kratz ab. Geht doch. Und unser erstes Item ist Mr. Mega. Mr. Mega. Erhöhter Explosionsschaden. Leider nicht ganz so ein Supi-Item, wie man vermuten möchte. Aber wir haben keine Wahl. Ja. So, einmal. Und zweimal. Noch ein Häufchen setzen. Bombe einsacken. Und wieder mal keine Schlüssel. Wir könnten nur prüfen, ob hier nicht unser Secret Room ist. Nope. Ist er hier? Yep. Okay, was ist drin? 9 Cent. Ne, 10 Cent. Und dann gibt's jetzt nichts mehr, was wir tun können. Außer uns zum Boss begeben und wir bekämpfen Famine mal wieder. So. So, wir konzentrieren uns jetzt einfach erstmal darauf, Famine zu killen. Der Rest ist eher nebensächlich. Sehr gut. So. So. Up, fail. So. Das war Famine. Fehlen noch die zwei Fliegen. Hervorragend. Und unser Cube of Meat. Setzen wir noch schnell ein Häufchen. Und hauen ab. So. Yep. Fail. Klotties. 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 So, das waren die Klotties. Lucky Toe, das ist unser Trinket für die nächsten paar Minuten. Was im Endeffekt denselben Effekt hat wie der Lucky Foot, nur etwas kleiner. Oh, hervorragend, das waren die ersten beiden Maus.
Und wir bekommen einen Schlüssel, hervorragend. Versuchen wir es mal mit Risky Strats. Pillen. Balls of Steel. Sehr gut, die werde ich noch nicht benutzen. Und Health Down. Also sind wir wieder genau da, wo wir angefangen haben. Aber immerhin, wir wissen jetzt schon mal, dass eine für uns ausgesprochen gute Pille in der Rotation ist. Und wir haben eine Library. Und einen zusätzlichen Schlüssel. Schauen wir doch mal, was wir in der Library so finden. Book of Shadows. Und Monster Manual. Wir bleiben bei Book of Shadows. Book of Shadows gibt uns eine Unverwundbarkeit für 7 Sekunden und Monster Manual ist ein zufälliger Familiar für die Dauer eines Raumes. So. Was jetzt hier Schönes gleich in der Truhe? Auf jeden Fall ein Penny. Wir könnten jetzt theoretisch in den Shop gehen. Das ist eine Health Down Pille. Ah, wir waren ja noch gar nicht im Item Room. Stimmt ja. Was kriegen wir denn hier Feines? Ah, Monstrous Tooth. Nope. Nicht schon wieder. Wir bleiben beim Book of Sin. Ah. So. Und unser Boss ist Larry Jr. Effektiver Einsatz vom Cube of Meat. Und einmal und zweimal. Das war dann Larry Jr. Unser Magic 8 Ball gibt uns Hero Farm. 2 Spirit Herzen, sehr gut. Die Half-Down-Pille nehme ich wieder mit. Und wir sind in Catacombs 1. Tinted Rock. Hey, cool. Boom. 2 Spirit Hearts, eine Bombe und ein Schlüssel. Eine Golden Poop. Ebenfalls sehr cool. Na los, kratz doch endlich ab. Juppdidu. Los. Stirbfliege. Gut. Dann geht es wieder um die beiden. Das hat dann auch geklappt. Isaac's Head ist auch ein Trinket, das uns ein Familiar gibt, nämlich Isaac. Oh, ouch. Oder? Ich lag richtig, gell? Yep. Ich bleibe aber lieber beim Lucky Toe und wir schneiden im Mob Trap Room vorbei. Goldenes Ruhe erstmal nicht. Erst wenn wir noch einen Schlüssel finden. Sonst kann es vielleicht sein, dass wir nicht in den Item Room kommen. So, einmal außen rum. Nochmal außen rum. Oben oder rechts? Testen wir rechts. Oh, Keeper. Na, Yuppie. Und der letzte. Na komm. Ja. Nope. Mist. Na immerhin. Und da ist unser Item Room. Und ein Self-Sacrifice Room. Curse Room, Verzeihung. Ich verdrehe die Namen immer. Noch eine Bombe, was finden wir? Bombe, kein Interesse. Self-Sacrifice Room. Curse Room, mal wieder. Guppy's Head, okay, cool. Guppy's Tail, noch cooler. Dann machen wir es jetzt so. Das und das und... Haha, umsonst den Raum verlassen. Ah, bevor ich es vergesse. Wir sind jetzt zu zwei Dritteln Guppy und zum anderen. Guppy's Tail sorgt dafür, dass wir
vermehrt goldene Truhen finden. Guppies Head spawnt bei Benutzung 2-4 Kamikaze fliegen, die das Doppelte unseres Base Damage verursachen. Und ich vergaß im Item Room die Häufchen zu zerstören, deswegen bin ich gerade nochmal zurück. Ah, Cheater. Wallhack. Ja. Klänge wieder eingesammelt. Und was gibt's hier noch? Ja. Wir könnten ganz gut ein paar Damage Upgrades vertragen. Goldene Truhe. Ach, wir haben ja keinen Schlüssel, stimmt, da war was. Vielleicht aber. Yep. 3 Cent sind mir jetzt nicht ganz so wichtig. Was wir jetzt aber machen können, ist in den Shop kommen. Battery, Spirit Hearts. Tinted Rock. Tada! Small Rock Damage Upgrade. Whee! Und ein Speed Downgrade, aber das ist mir relativ meh. Wurscht. So, jetzt gehen wir noch nach hier links. Was finden wir hier? Noch mehr Keeper. Oh. Na komm. Und der letzte. Hervorragend. Die Bombe ist mir relativ schnuppe. Wir müssten eine Bombe benutzen, um eine Bombe zu bekommen. Und das ist ein... Nun ja, zumindest nicht unbedingt lohnender Tausch. Wir haben auch keine Schlüssel, das heißt, wir können auch die Mob-Trap nicht besuchen. Und wir kämpfen gegen das Blight-Ovum. Nochmal 2 Spirit-Herzen von dem Tinted Rock eben. Das war das und das war das. Cat O' Nine Tails ist ein Shot Speed Upgrade. Bin ich eigentlich kein Fan von, aber wir müssen jetzt alles nehmen, was wir kriegen können. Hier im Deal mit dem Engel bekommen wir den Guardian Angel. Genauso wie der Cube of Meat, Orbital, der Projektile blockiert und Gegnern schadet. Und Guardian Angel hat noch die Eigenschaft, dass es dafür sorgt, dass sich alle Orbitals in anderthalbfacher Geschwindigkeit um uns drehen. So. Hier. Mord und Totschlag. Endlich killen wir Fliegen mit einem Treffer. Oder zwei, je nach Art der Fliege. Oh, noch die Maggot gekillt. Was hier? Noch mehr von den Viechern. Oh. Und ihn fertig und... Na, wirst du wohl. Halbes rotes Herz. Unwichtig. Autsch. Moss. Ja, und der letzte. Hervorragend. Tarotkarte. The Tower spawnt zufällig im Raum, verteilt Bomben. Ja, kümmern wir uns um die Viechchen hier oben. Maden aller Art. Immer noch keine Schlüssel. Dann bleibt uns jetzt nur noch da rechts zu schauen. Ich versuche inzwischen mal mit einer Hand eine Capri-Sonne zu öffnen. Das war's nicht. Okay, Pustekuchen. Das brauche ich doch wieder bei. Und wir beginnen mal wieder mit Klotties. Schon wieder eine goldene Truhe. Skeleton Key bitte. Ja. Ja. Das war der erste davon. Das war der zweite davon. Jetzt noch ihn hier. Meine Maus ist schon wieder im Weg. Moment, ja, besser. Also ihr seht die Maus nicht, aber ich sehe sie und das
treibt einen doch so ein bisschen in den Wahnsinn. Oh, wir haben keine Bomben mehr. Okay, shit. Dann, was gibt's hier drüben? Oh. Dank Cube of Meat. Fail. Eine normale Truhe und ein Schlüssel, hervorragend. Item Room Zeit. Was wäre jetzt cool? Natürlich eins von den Guppy-Items, damit wir Guppy werden, aber... 10 Bomben! Irgendwie ein Haufen Bomben-Items heute. Naja, schnappen wir uns mal Boom. Und... dann schauen wir mal, was uns im vermutlich letzten Raum erwartet. Wir haben eine Arcade. Interessant. Rup, noch ein Schlüssel. Das ist auf jeden Fall cool. Lootbank ist mir relativ schnurz. Okay, Lootbank war schon mal Pustekuchen. Balls of Steel. Sehr schön. Nochmal 3 Cent. Schauen wir mal, was gibt's im Shop Schönes? Schlüssel, auf jeden Fall. Spirit Hearts auch auf jeden Fall. Das ist das Book of Revelations. Da haben wir nicht so direkt Interesse dran. Und jetzt können wir eigentlich 2 goldene Truhen öffnen. Ich würde sagen, wir öffnen einfach mal eine testweise. Missing Page. Dann öffnen wir jetzt auch noch die andere. Blue Baby Soul. Ist ein Familiar, an das sich die anderen Familiars mit dranhängen. Also alle unsere Familiars würden dann Blue Baby Soul folgen und im selben... ja, wie nennt sich denn das? Ach, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, die würden folgen. Und jetzt ist hier natürlich ein Judgment. Das war mir so klar. Pageant Boy, Kleingeld. Perfekt. Monstro. Oh. Oh. Gleich haben wir Monstro erledigt. Yep, das war Monstro. Jetzt kommt hier Larry Jr. Ah, Mist, jetzt haben sie mich doch erwischt. So, das war der erste Teil. Zweiter Teil. Und dritter Teil. Freiheit. So, Judgment mit 12 Cent. Das sollte hinkommen. Okay. Das hat schon mal nicht geklappt. Aber das hat geklappt. Hoffen wir mal, dass ich Judgment jetzt nicht in die Luft jage. Gut. Oh. Eine Bombe. Was kriegen wir noch Schönes? Spirit Hearts, cool. Noch irgendwas? Schlüssel, auch nicht schlecht. Eine Tarotkarte, The Devil. Noch ein Schlüssel. Okay, wir könnten noch mal Kleingeld gebrauchen. Haben wir dafür noch irgendwie Möglichkeiten? Wir könnten noch das Skull Game in die Luft jagen. Ein grüner Larry Jr. Was kriegen wir denn von einem grünen Larry Jr.? Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Autsch. Ah. Ein Schlüssel, sehr gut. So. Ist hier drinnen ein halbes rotes Herz. Also die Truhen sind irgendwie nicht so super prickelnd heute. Jo.
Sorry, ich habe gerade mal an der Capri-Sonne genippt. Ich habe sie nämlich aufbekommen. Einhändig wohlgemerkt. Dann schauen wir doch mal, wer unser Boss ist. Das war eine Tower-Karte, wenn ich mich recht entsinne. Pestilence. Nee. Ach ja, wir haben ja auch noch Capri's Head verfügbar. Quatsch. So. Oh, hervorragend. Jetzt bleiben wir einfach mal hier unten stehen. Und das war das. Schon wieder ein Deal. Hervorragend. Was kriegen wir diesmal? Relic. Gefällt mir. Relic droppt alle 6 Räume, glaube ich. Na, wie heißt's? Ein Spirit Hearts. Da haben wir ein paar Hänger. Geht doch. Oh, nochmal Capri's Head. Und was gibt's hier unten? Eine goldene Truhe. Huh. Masks of Infamy. Whoop, den habe ich nicht kommen sehen. Ah, verdammt nochmal. Oh, geht doch. Schlüssel, Capri's Head, Mob Trap, Truhe, Kleingeld und Schlüssel, gut. Kleingeld und Schlüssel ist immer willkommen. So, das war das. Jetzt haben wir hier noch ein paar Hopper. Und eine Spinne, wie es aussieht. Und Knights. Ich könnte mir Schöneres vorstellen. Ah, verdammt. Oh, noch ein Schlüssel. Hey, das wird ja richtig gut langsam. Dann arbeiten wir uns noch mal zu der Kiste davor. Gibt's denn hier Feines? Bomben, Kleingeld und ein halbes rotes Herz. Nö, super. Aber trotzdem nicht zu unterschätzen. Jetzt schauen wir mal, ob wir nicht irgendwo da unseren Item Room finden. Auf jeden Fall finden wir hier einen Fistchiller mit einem grünen Turret Stone. Oh. Autsch. Und zack. Schießt du nochmal? Nee, gut. Noch ein Schlüssel. Haben wir irgendwie Capri's Tail verloren oder so? Autsch. Und Autsch. Aber Raum überstanden, Spirit Hearts bekommen. Goldene Truhe, Schlüssel, Kleingeld, Bomben. Scheint, als wird das langsam zu einem Selbstläufer. Ja. So. Jetzt ihn. Ihn und dann ihn und zu guter Letzt noch ihn. Eine Truhe mit einer uns unbekannten Pille. Bombs are key. Cool, jetzt haben wir anstatt 5 Schlüssel 8 Schlüssel. Ja. Ja, und fehlt noch der letzte Kollege hier oben. Noch eine Truhe. Noch ein Schlüssel. Nicht schlecht. Wir haben 9 Cent. Ich werde aber noch nicht in den Shop gehen, weil ich sowieso vermute, dass es Greed ist. Aber was das betrifft, können wir uns noch nicht sicher sein. In diesem Raum kann ich schon nicht ausstehen. Hey, Secret Room. Goldene Truhe. Maggie's Faith ist für uns relativ irrelevant.
Und hier unten ist unser Item Room. Hey, und wir haben ein paar Liebe. So. Truhe. Cancer. Nehmen wir doch direkt Damage Upgrade. Falsch. Tears Upgrade. Und unser Item Room ist Abel. Ein Familiar. Nehme ich ihn mit? Nehme ich ihn mit? Nee, tue ich nicht. Kein Interesse. Ich glaube, ich mache jetzt aber mal so einen Haribo-Gummiwurm in mich rein. Upp, fail. Mask of Infamies. Upp. Jetzt wird es langsam ein bisschen haarig. Ah, hervorragend. Einen haben wir. Fehlt noch der andere. Und wir bekommen Spirit Hearts wieder. Sehr gut. So, was fehlt noch? Ah, ich steckte fest. Verfluchter Mist. Oh. Jetzt aber, oder? Ja, jetzt aber. Noch ein Fistchiller. Ist das irgendwie ein Curse of the Labyrinth Floor oder was? Oh, noch er. Er, eine Pille. Uns unbekannt. Telepills, habe ich mir schon fast irgendwie gedacht. Dann können wir die Gelegenheit eigentlich nutzen und uns unsere Health Down Pille mitnehmen. Die eigentlich, wenn wir runter sind, auf ein halbes Spirit Hearts zu einer Health-Up-Pille werden müsste. Was mich mal interessieren würde, wäre, ob man als Blue Baby auch eine Full Health finden kann. Und wenn ja, was die dann macht. Schon wieder kein Curse Room. Das empfinde ich doch durchaus als etwas störend. Aber gut, dann Boss-Time, würde ich sagen. Wer wird es wohl sein? Wer wird es wohl sein? Ich bin gespannt. Ah, The Bloat. Ich hab's kommen sehen. Ja, Health Up. Naja. Zumindest. Ich hab's versucht, Leute. Post-Isaac strecken. Ah. Naja. Immerhin. Tja. Dann werde ich wohl morgen mal wieder als Isaac spielen müssen, ha? Na gut, dann. Hoffe ich, euch hat die Episode trotzdem gefallen, ihr hattet Spaß und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Mal. In diesem Sinne, wie immer von Barcade. Bye!